Machen wir erstmal so richtig schön Ausblick aufs Meer. Ach, wird das herrlich, Leute, wenn das hier mal fertig ist. Mann, 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 was soll denn, wenn morgen der Estrichleger kommt, was soll der sagen, du? Wenn der Estrich macht. Dann muss ich noch Tapete und Verputzer und Innenarchitekt, meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen. Das wird belastend, Bruger, ich sehe das schon. Ich sehe das kommen. Belastend. Was für ein Stress das gibt. Belastend. Du machst ja doch alles hier aus Holz. Hier. Ist nur der Boden, das ist Sandstein, die Schwelle noch. Sandstein, nimm den Scheiß hier mit. Brauche ich eh nicht. Was will ich denn aus Sandstein bauen? Ich baue alles nur aus Kleestone. Das muss ja auch schön sein. Du kannst ja zu Hause nicht auf Sandstein laufen, ne? Oder auf Schiefer. Das ist ja alles so unangenehm auf die Füße. Du brauchst hier richtig schönes, warmes Material. Brauchst du Holz. Dann kannst du da auch schön barfuß so morgens, sonntags Kaffee trinken. Ne? Parkettböden. Ja, ja, die sauber zu halten, ne? Das ist eine echte Qual. Deswegen, so Naturholz, Kork oder so, alles. Ist super, lass mir drin, ist in Ordnung. So. Jetzt mache ich mal langsam, habe ich hier Sandstein? Ne, das ist Sand. Sandstone. So. Ich bin mal gespannt, wer der Erste ist, der mir mein Haus wegsprengt. Nehmt das jetzt bitte nicht als Aufforderung, wenn ihr das Video seht. Sonst töte ich euch. Aber nicht in Minecraft, ne? Nein. Nein. In einem anderen Spiel eurer Wahl. Ja. Das Spiel heißt Real Life. Fände ich uncool, wenn mir das jemand hier... Und ich weiß, wer es war, wenn es einer war. Was? Seid euch dessen bewusst. Ja, Bruger weiß hier alles. Ist so. Ja. Steht auch in so. Serverregeln drin. The bear knows it all. Oh. Mann, hier ist so viel Sandstone. Ja, das ist schön. Kannst du mir gleich alles herbringen, wenn du magst. Boah. Kannst ja schon mal ein bisschen Sand in den Ofen hauen, wenn du schon so freut. Brauchst du auch eine Glas oder was? Ja, für ein paar Fenster, das wäre schon schön schön. Kann man denn auch so Stelzen mit Zeugen unten dran bauen oder sieht das dann sehr komisch aus? Weil so freischwebend sieht es auch ein bisschen bescheuert aus, finde ich. Ja, ein bisschen schon. Da bin ich mir gerade unsicher. So, ich glaube, das reicht aber auch. Ich mache hier wieder so viel Platz. Und im Endeffekt will ich doch eh nur Alex Turm überragen. Der Phallus der Jahreszeiten. Oh ja. Oh, jetzt baue ich hier wieder mit Sand. Ich sehe den Unterschied nicht unten in der Leiste. That's what she said. Ich würde am liebsten jetzt eine Brofist verpassen. Hier. 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 Mit Anlauf und der flachen Hand. Yeah. Oh, danke. Nimm mit. Ja, hol dir das so auf, Bruger. Ja, ja, warte. Ich habe selber nicht mehr so viel Platz. Geh weg. Geh weg, du Affenkopf. Du siehst gerade aus wie so ein weißer Darth Vader. Ja, ne, die Augen so ein bisschen gucken raus noch. Ah, das ist viel zu klein. Ich hab's mir jetzt... Ah. Ah. Ja, ich lass das jetzt so. Kann man lassen. So. Ach, Minecraft, ist es nicht schon, du. Ah. Ja, ist auch gar nicht eintönig und nix. Nein. Ist ein schönes Spiel, da. Ja, man kann wirklich viel mitmachen. Ich habe auch damals immer so ein bisschen von meinen Freunden verteidigt und habe gesagt, ja, ich bin kein Nerd, weil ich sowas spiele. Es fördert ja im Prinzip die Kreativität. Man braucht kein Ziel. Das Ziel ist halt die Herausforderung an sich, etwas zu kreieren und bla. Glaubt einem eh kein Schwein, aber gut. So. Nochmal mehr klar. Ja, im Prinzip. Ich wollte eigentlich heute auch meinen Aztekentempel da weiterbauen. Aber stattdessen baue ich hier für einen Panda die Steine ab. Ja, ja. Schieb's auf mich. Du brauchst aber noch ganz viel Bambus da bei dir, ne? Ja, ganz viel. Ich hab Hunger, weißt du? Panda isst am Tag, glaube ich, 10 Pfund Bambus oder so. Das ist Tatsache, oder? Essen die echt so viel? Ja. Ich hab mir jetzt neulich mal wieder vor Augen geführt, wie groß so Biber eigentlich sind. Okay. Die sind riesig, die Viecher. Die können schon wie so ein Dobermann werden, glaube ich, ne? Aber noch größer. Also, das sind richtige Knödel. Echte Knödel. Was habe ich denn da eigentlich vom Dings aufgesammelt? Und vor allen Dingen, wie unsinnig das ist, was sie machen. Die fällen Bäume und machen daraus einen Damm. Ich meine, warum? Die können doch sich auch eine Höhle buddeln, oder was? Ja, weil sie es können. Ja,
Würde ich an deren Stelle auch machen. Wenn ich so Zähne hätte, würde ich auch versuchen, Bäume zu fällen und dann alle Leute zu verarschen, indem ich das Wasser absperre. Dann sagen sie nämlich first und... ja, ne? Genau. First? Mein Damm? Ja, Bruger, das ist grandios, dieser Vergleich. Oh Mann. Ich meine, das ist ja... Da passt einfach alles. Ich mache mir erstmal so richtig schön Ausblick aufs Meer. Ach, wird das herrlich, Leute, wenn das hier mal fertig ist. Dankeschön, jetzt habe ich auch keinen Platz mehr. Nein, hör auf, nicht noch mehr. Ich muss mir mal eine Kiste hier hinstellen, glaube ich. Da muss ich nicht immer so hin und her laufen. Kann man denn eigentlich einen Ofen in das Haus platzieren, ohne Gefahr zu laufen, dass einem die Buchte abfackelt? Das oder? Geht. Ist gut. Mach ich dann eine Kiste? Einfach ein Quadrat, oder? Ja, ich weiß, wie man Kisten macht. Ich bin so gut und jetzt habe ich keinen Platz. Da willst du eine Holzhacke, Maddy, schenke ich dir. Oh. Die mit den Holzhacken kannst du hinterher noch heizen, ne? Echt? Ja, das halten haben die lange? Nee, nicht lange, aber das ist besser als Fritten aus dem Mülltonne auf jeden Fall. Ja. So. Guck mal, wie hilfsbereit er ist, der Maddy. Man glaubt das nicht. Ja, ich habe heute meinen guten. Warum hast du da Cobblestone? Hä? Ich mach Cleanstone daraus, weil ich die für meinen Tempel brauche. Ach so. Na dann. Ich hab gedacht, wenn ich dir hier schon helfe, dann kann ich auch nochmal was für mich machen. Bist du ein Ego-Schwein? Ja, genau. Ja, komm, kannst du noch einen Bogen haben. Ich hab keinen Platz. Keinen Platz. So. Ja, irgendwie macht's ja schon Spaß, muss ich zugeben, aber... Ich bin hier das Ego-Schwein, ich weiß nicht Bescheid. Ja, ich hau jetzt ab. So, mach mal deinen Scheiß alleine da jetzt. Ja, du hast mir schon geholfen, eine Basis zu errichten, von daher, das geht schon klar. Ich komm hier zurecht. Hauptsache immer schön Fenster. Ach nee, jetzt habe ich hier zugebaut. Ah, ich bin so... Ah, ich sehe es kommen, ich muss bald runter und Diamanten hacken. Ja, muss ich wieder arbeiten. Geht nicht anders, Maddy. Da gibt es ja auch so ein paar Tricks von wegen, ja, nur die und die Ebene und Ja, da habe ich sogar mal einen Guide so gemacht. Früher ging das noch gut, aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch aktuell ist. Auf der Ebene. Ich habe gerade was gefunden. Freaky's Jump'n'Run Stufe 1. Was? Steht da, oder was? Ja. Ich... Nö, das ist nichts für mich. Freaky, das ist eine super Sache, die du hier baust, aber im Prinzip, ne, dafür bin ich zu alt. Freakys Notunterkunft? Also hier gibt's ja auch Sachen. Aha, der feine Mann hat hier ein paar Sachen gelassen. So, so, der feine Herr Freaky, ne? Ja. Wenn ihr wissen wollt, warum er gerade so komisch lacht, dann müsst ihr mal bei Matti schauen, glaube ich. Ja, das kann ich nicht erzählen. Das müsst ihr euch angucken. Sowas ja, kann man sag, nicht erklären. Sag mal an, wo bist du? Dann komme ich mal rüber kurz. Ich gehe jetzt wieder nach Hause, aber ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ja, du lachst. Ich muss damit leben. Oh, ich habe gerade festgestellt, wie doof es doch ist, wenn man zuerst die Fassade hochzieht und dann nicht mehr raufkommt und das komplettieren kann. Ja, das ist belastend. So belastend. Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Bambus ein. Das ist gut. Leute, soll ich den von German Mafia auch klauen? Das gibt nur wieder Ärger. Da kommt die Rache des Mafia, da würde ich aufpassen. Der hat neulich, ich habe dir das schon erzählt, aber meine Zuschauer wissen es nicht, der hat mein komplettes Haus mit Cobblestone ummantelt. Boah. Auf einmal war da nur noch ein Steinblock. Ich hab gedacht, ey, so sah dein Zuhause aber nicht aus, als du das letzte Mal weggegangen bist. Ich bin auch noch draußen gestartet. Wäre ich drinnen aufgewacht, das wäre ja noch um einiges heftiger gewesen. Mit Obsidian wäre es lustig gewesen, glaube ich. Ist das immer noch das Härteste, was geht? Ja, oder das gibt's brauchst noch was? Du auch ziemlich lange, um das abzubauen. Selbst mit meinen verzauberten Sachen. Was? Gibt's jetzt auch noch sowas? Oh ja, Gott, das gibt alles. Kennst du das, wenn du irgendwie mal ganz am Anfang was gespielt hast und dann spielst du eine Zeit lang nicht und hörst irgendwann, was dazugekommen ist und hast spontan keine Lust mehr drauf? Ja, kenne ich. Ja, dann weißt du, was ich meine. Da gibt's so ein Spiel, das heißt Minecraft, da erlebe ich das andauernd. Ist toll, ne?
Ja komm, ist es noch nicht komplex genug? Lass noch irgendeinen anderen Scheiß dazu machen. Aber ich finde das im Prinzip gar nicht mal so schlecht. Ja, ich meine, klar, es fördert die Langzeitmotivation wirklich immens, denke ich, aber mich schreckt sowas eher ab, weil ich möchte es gerne schön einfach und ja, wenn ich mir dann sagen lassen muss, man, ich bin so blöd, da gibt's noch das und das, das weißt du ja auch nicht, Mann, du bist scheinbar. Ja, Bruder, aber ganz ehrlich, du bist ja auch schon über 60, deswegen. Ja, ich werde hier immer älter und älter gemacht, das ist unglaublich, du. Ja, es vergeht ja auch Zeit, während wir aufnehmen. Ja. Gibt's hier sowas wie Alter? Nee, also man kann nicht irgendwann an Altersschwäche sterben, oder? Nee, zum Glück nicht. Das weil die ja Welt nicht. Ist ja quasi unendlich groß, dann, ja, muss es ja auch sowas wie Zeit hier geben. Vielleicht? Nee, Zeit gibt's nur, wenn, ja, wenn irgendwelche Getreidesorten anfangen zu wachsen oder sowas. Okay. Das ist dann noch mit Zeit. Oder, ja, Intervalle zwischen Kopulationsvorgängen von Kühen, Schafen und Hühnern. Ach sowas auch. Und irgendwann hast du da die ganze Bucht voll mit Zeugs und die Man und Moon die ganze Tag, den ganzen Tag dann. Ja. Das ist schön. So. Bald habe ich die Wände hochgezogen. Kann man sich irgendwie noch andere Lichtquellen außer Fackeln? Es gäbe noch Glowstone, aber dafür musst du in den Nether gehen. Ich finde das ja ganz schön martialisch, wenn ich hier da überall dann Fackeln hängen habe. Ich meine, ich hänge mir hier ins Wohnzimmer ja auch nicht Fackeln hin oder sowas. Ja, das finde ich auch noch ein bisschen komisch. So eine Lampe oder so wäre schon ganz schön, aber... So. Glaube ich mir gerade mal ein bisschen Kohle raus. Zack. Nee, so. So. Jetzt werden Fackeln gemacht. Nein. Lass die Dinger aufeinander. So. Torch. Gib, gib, gib. Ich sehe schon, es endet wieder damit, dass ich am Ende wieder nur im Bergwerk rumrenne und alles weghacke. Ist doch auch schön. Ja, aber einseitig. Das ist halt so meins. Irgendwann bleibe ich darauf hängen und dann habe ich keinen Bock mehr. Das ist problematisch. So, noch schön. Wackelchen. Neben den Eingang. Ich höre schon wieder viel Zeugs darum grunzen. Du hast keine Chance, irgendwo schlafen zu gehen, oder? Schlecht. Ich habe ja kein Bett. Ach so. Ja. Das ist ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Wie macht man sich ein Bett? Das gab es zu meiner Zeit damals nicht. Du nimmst 3 Holzplanken unten und dann jeweils 3 Wolle rüber. Okay. Damals hieß es auch noch Winter und nicht Kälteeinbruch. So. Wollte ich hier mal klargestellt haben. Hä? Hä? Ich habe auch gar keine Schafe in der Nähe. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich mir hier, ne? Du kannst doch beim Alex schlafen. Oh. Pyjama-Party bei Alex. Vorher das, die Bettwäsche ein bisschen machen und nein. Alles in eine Waschmaschine packen und dann geht er. Ist da überhaupt noch Glas? Nö. Ich bin so blöd. So. Ganz wichtig für mich ist es, die Schafe nachzuzüchten. Schafe haben wir hier so gut wie gar nicht am Anfang gehabt. Genauso die ganzen Tiere. Nirgendwo gab es Tiere. Ich habe wirklich in einer Aktion von einer halben Stunde versucht, hier ein Schaf zu sammeln. Das war nicht schön. Ja, und dann kommt und dann der Maffi kommt und macht so einer wie Maffi und macht sie alle tot. Boah, das sind überall Skelette. Da macht er auch überall Zaun hin, ey. Da, furchtbar, furchtbar. Oh, dieser Bass bei den Kühen. Heftig. Kennst du so dieses Dolby? Mhm. Bei Kinofilmen irgendwie so vorne dran immer. Ja genau, nur mit Schnaufen und Trampeln jetzt. Das ist um einiges schöner, als wenn da irgendwelche Musik gespielt wird. Ja, genau so. Genau so, Bruger. Hat der da eben Amboss stehen gehabt? Hier ist gar kein Bett bei Alex. Ich höre da was. Ich auch, Hilfe, ich werde abgeballert gerade. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich guck mal, dass ich wieder reinkomme. Bruder, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Ich kann nichts tun, ich weiß auch nicht. Kann man sich hier nicht teleportieren oder so? Nein. Hier ist ein Hund. Wo ist hier? Hier gibt's kein Bett, Maddie. Yo, Dog. Sag mal, hat der das alles hier gebaut? Das ist ja krank. Doch, da. Ein Doppelbett sogar. Auf einer Spielwiese, aber die ist im Boden drin, ne?